Krasse Kacke geht schnell, aber wenn es 50 werden, ist auch okay. Ist ja. Hauptsache nicht wieder über eine Stunde. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Format mit Dirk und Julia. Ich heiße frisch am Tisch. Richtig. Hey. Oh. Okay, das war Dummschwätzer. Das war auch schon alles, so funktioniert das Spiel. Und jetzt können wir es wieder ausschalten und den Elektro... Irgendwo genau. Anders hinlegen, wo man nichts mehr damit zu tun hat. Genau. Also, herzlich willkommen zu Frisch vom Tisch. Hallo. Heute haben wir euch wieder 6,5 Spiele mitgebracht. Eins davon habt ihr gerade schon ein bisschen erlebt. Und wir beginnen direkt mit der ersten Kategorie, die da heißt... Back to School. Ja, übrigens, wer mehr zu Dummschwätzer wissen wollte, kann sich gerne das Video von, ich glaube, Hunter und Kron haben genau, das dazu gemacht. Die haben das, die haben ein Let's Play gemacht dazu, dass sie das überhaupt durchgehalten hat, das... Finde ich schon, also respektabel, muss ich sagen. Ich habe es mir auch noch nicht angesehen, das Video von denen. Werde ich aber jetzt tun. Mach das mal. Vor allem, wenn ich jetzt gesehen habe, wie ich so dumm geschwätzt habe. Dann würde ich sagen, legen wir los. Mit richtigen Spielen. Dragon's Gate College. Genau, das kenne ich auch nicht. Mhm. Fand ich aber mal ganz interessant. Ja, also wir sind so Zauberlehrlinge am College. Das und wollen ausgebildet werden. Angehauen. Und das Erste, was wir feststellen, ist... Der Karton liegt im Weg, weil der Spielplan... Achtung, ach du Jemine! Der Spielplan der ist ja monströs. Wahnsinnig überdimensioniert. Und das allererste, was auffällt, der Spielplan ist überdimensioniert, aber die Symbole darauf sind relativ klein. Also man hätte den auch locker kleiner machen können. Dazu kommt, jeder kriegt noch ein Tableau dieser Art. Und dann ist der Tisch auch wahnsinnig voll. Aber das war noch nicht alles, denn... Es gibt schier unendlich viel Material und diese ganzen Plättchen, die müssen auch noch auf den Tisch gelegt werden. Einzeln? Einzeln. Alle? Ja, immer. Also es gibt ein paar, die sind gleich. Nee, ich meine im Sinne von, ja. Ja, ja, die gleichen kann man stapeln, aber die anderen müssen alle ausliegen, weil man muss jederzeit sehen können, was noch da ist. So, der Tisch ist voll. Ja. Okay, das ist schon mal nicht so schön. Genau. Weil ich fand das Spiel so thematisch eigentlich so ganz interessant. Thematisch ist es wirklich super, weil wir wollen unsere Lehrlinge ausbilden, wollen denen Fähigkeiten geben. Es gibt drei Fähigkeiten, Magie, Kampf und so Heimlichkeit oder sowas. Also so, dass man so ein Dieb wird. Mhm. Das ist das hier, dieses ja, also Zeichen. Okay. Und wenn die ausgebildet sind, dann bringen die praktisch Punkte. Der hätte jetzt eher so gedacht an Meuchelmörder. Sieht aus wie so ein Dolch, ja, weißt du, wo man so von hinten... Kann auch sein. Genau. Meuchel. Jeder hat hier so auch schon so ein paar Startlehrlinge. Natürlich gibt es neben den Lehrlingen auch noch Professoren. Die Professoren helfen uns. Die bringen nämlich Fähigkeiten mit. Wir haben hier eine Fähigkeitsleiste, die uns angibt, wie gut wir in welcher Kategorie sind. Und die Professoren erhöhen das halt. Später kann ich auch bessere Professoren holen. Die Professoren sind die mit den runden Ecken. Genau. Und... die haben auch eine andere Rückseite. Ach so. Das ist ja aber auch ein Professor. Das sind die Lehrlinge. Mhm. Genau. Und so werde ich nach und nach besser. Vom Mechanismus her ist das Ganze eigentlich ganz cool, weil wir haben so einen Würfelpool, der wird den Spieleranzahlen angepasst. Je nachdem, das wäre jetzt für 4 Spieler. Der schwarze Würfel spielt nur in 2 Runden mit. Und es sind immer noch ein paar Würfel von den eigenen Spielern drin. Und dann wird das Ganze gewürfelt. Und wenn man dran ist, kann man sich immer einen Würfel aus dem Pool nehmen und eine der Aktionen machen. Da kann man sowas machen wie hier, kann man sich neue Lehrlinge oder neue Professoren holen. Hier kann man sich hier Geld holen. Man kann Geld in Siegpunkte tauschen. Man kann sich neue Gebäude kaufen. Das sind diese Plättchen hier. Weil wir haben auf dem Tableau praktisch Platz für Gebäude und das müssen wir möglichst komplett vollpuzzeln, sonst gibt es Minuspunkte. Gebäude bringen auch wieder Siegpunkte und kosten aber auch Geld. Uwe Rosenberg seine Finger im Spiel? Ich glaube nicht. Dann haben wir hier einen Übungsdungeon. Klingt total cool. Ist aber nichts anderes wie, wenn ich mit einer 5 zum Beispiel in den Übungsdungeon gehe, darf ich hier 2 Schritte machen und kriege die Boni. Wenn ich als Erster durchgekommen bin, gibt es mir am Ende 4 Siegpunkte und den fetten Pokal. Pokale sind auch so Sammelgegenstände. Wenn ich 3 gleiche oder 3 verschiedene Pokale habe, gibt es nochmal 4 extra Punkte. Wo ist der Pokal? Den sieht man hier, weil ich darf dann hier so einen
Das ist der Marker, der läuft durch und den kann ich am Ende da hinlegen und dann ist klar, ich habe den. Okay, alles klar. Der ist auch noch auf manchen Plättchen. Also hier, das wird alles noch mit Plättchen vollgelegt, die man dann kriegen kann. Die kommen dann später dahin. Da kriegt man wieder Boni überall. Und so ist das ganze Spiel aufgebaut. Was jetzt cool ist, ist, wenn jemand meinen Würfel benutzt, dann... Was jetzt zum Beispiel hier ganz interessant wäre, weil du drei Schritte gehst. Genau. Dann darf ich auch diesen Würfel benutzen. Ah, dann wäre es wieder nicht interessant, den da zu benutzen. Ich darf ihn aber benutzen, wo ich will. Mhm. Also du darfst ihn einsetzen und dann kein anderer? Also nein, jemand anderes nimmt meinen Würfel, ja, weil er zum Beispiel unbedingt die 6 braucht, um hier was zu machen. Und dann darf ich auch die 6 nutzen. Okay, und du darfst aber egal das wo dann. Interessant, das ist kein Worker Placement im eigentlichen Sinne, weil die Worker, die blockieren dann nicht das Feld, die Würfel, okay, sondern die kommen einfach hier in die Sanduhr oben rein. Deswegen kann man auch mit der 6 dann zweimal die gleiche Aktion machen. Das ist egal. Da fällt mir aber nur auf, so ganz richtig ist es ja nicht. Dass die so, ja, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Also von der Wobei Sanduhr, es ist eine magische Sanduhr, genau, die läuft andersrum. Genau, die fließt unten. So kamen wir auch schon mal zu dem Schluss. Was jetzt das Spannende ist, ist, wie ich meine Lehrlinge ausbilde. Das ist diese ganze Aktion. Hier liegen dann noch ganz viele Plättchen drauf. Ich kann Was mal, sonst? Sofern ich sie finde, hier mal ganz kurz zeigen. Also hier ist aber sehr klein damit. Genau, also das ist grundsätzlich ein Problem. Also hier, siehst du ja, in winzig klein steht drauf, was die können. Ach, das heißt auch noch was. Okay, ach so. Ja? Ich dachte, das wäre das nur Deko. Das ist eigentlich das Wichtigste im ganzen Spiel, zu wissen, was die Leute können und wie gut man auf dieser Leiste ist. Auf diesen großen Feldern. Ja, genau. Auf diesen überdimensionierten Feldern. So, dass wenn man da hinten sitzt, also ganz am anderen Ende vom Plan, man immer sich das holen muss, gucken muss, ah, was kann der? Weil man es überhaupt nicht erkennen kann. Also das ist ein riesen Kritikpunkt, dass das Material in keinem Größenverhältnis zueinander steht. Also riesiger Spielplan, sehr und kleine Symbole und richtig, Plättchen. Genau. Das ist eigentlich schade. Also man hatte dann durch Professoren und andere Gegebenheiten hier seine Werte erhöht. Und dann will man jetzt zum Beispiel diesen Lehrling ausbilden. Der hat hier die Werte 0 in der Magie, 1 in Heimlichkeit und 0 in Stärke. Die 1 in Heimlichkeit dürfte ich praktisch hier zu meinen eh schon vorhandenen Fähigkeiten aber nur im Kopf dazu rechnen, weil ich könnte ja auch einen anderen Lehrling benutzen. Und habe jetzt, starte praktisch mit, sagen wir mal, die wären auf 2, dann 2, hier dann 4, weil der ja einen mitbringt, 2. Und jetzt muss ich hier gucken, ob ich den in dem leichten Gebiet ausbilden kann. Da bringt es mir nicht so viele Boni, im mittleren oder dem hohen. Das ist im Laufe des Spielflusses, werde ich halt besser und kann dann im besten Fall später hier ganz viele Dreier ausbilden. Weil, was machen die jetzt? Ich gucke mal, ob ich einen, zum Beispiel in Stufe 2, dann liegen die zufällig hier. Heißt, ich muss in meiner Hauptfähigkeit, und Hauptfähigkeit ist die, die der Lehrling mitbringt, muss ich mindestens den Wert 5 haben und in den anderen beiden die Werte 2. Also würde das jetzt nicht reichen. Genau, aber wenn der jetzt so wäre, dann würde es reichen. Dann könnte ich den hier ausbilden. Jetzt habe ich den in Heimlichkeit ausgebildet, weil das war ja der große Wert da. Dann würde ich hier, da liegen dann Heimlichkeitsplättchen drauf, die habe ich jetzt nicht hingelegt. Das würde ich dann, genau, bekommen. Dafür bekomme ich einen Bonus da unten auf der Leiste, die später Punkte bringt, für wer am weitesten gekommen ist. Mein Lehrling ist weg, weil den habe ich ja ausgebildet. Ich habe also hier wieder Platz frei für einen weiteren Lehrling. Und dieses Plättchen, was ich bekommen habe, lege ich hier hin. Krieg dann da auch eventuell wieder einen Bonus. Lege ich von oben nach unten? Nee, das kann man aussuchen. Ah. Aber ich muss da auch eine Bedingung erfüllen. Die ist auch zufällig hingelegt. Und das heißt zum Beispiel, ich muss irgendwen schon mal in Kampfkraft ausgebildet haben. Also hier muss schon ein Kampfkraftplättchen irgendwo liegen. Okay. Genau, das heißt, zum einen muss man die Werte erreicht haben, um ausbilden zu können. Zum anderen auch eventuell zusätzliche Dinge. Es kann auch mal sein, dass man 2 von irgendwas haben muss oder so. Und bekommt dann nicht nur das Plättchen als Belohnung, sondern auch noch das, was hier unten steht. Das ist aber dann das immer ist zur Manipulation von Würfeln, das sind so Kobolde und Siegpunkte. Das ist quasi Dobby, so ein Hauself. Genau, ja. Und wenn das Plättchen weg ist, dann ist es weg, wird auch nicht mehr aufgefüllt. Das heißt, ein anderer kann in dieser Spalte keine Heimlichkeit mehr ausbilden. Ah, und nie mehr? Nie mehr. Und insgesamt geht es über 5 Runden. Und wer nach 5 Runden die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Mhm. Ganz witzig ist auch, in Runde 3 und 5, also 3 nur, wenn man das Spiel etwas leichter machen will, in Runde 5 immer, kommt der schwarze Würfel noch, den kann dann jeder benutzen. Immer? Immer. Also einer nimmt den und alle anderen dürfen auch diese Zahl benutzen. Ah.
Genau. Ja. Und dann gibt es noch so ein paar weitere Sachen. Hier gibt es einen Kartenhaufen für, wenn man Magie ausgebildet hat, dann kriegt man so eine Karte, die kann Special-Fähigkeiten und, und. Die Gebäude bringen auch nochmal Extras mit. Die baue ich dann hier und quasi so genau. Rein. Insgesamt ist es ein interessantes Spiel, aber also von den Dimensionen her ist es echt ein bisschen. Also der Spielplan sieht blöd, tatsächlich so ein bisschen so aus, als wäre er einfach zu groß geraten. Er wäre zu groß geraten und ein bisschen. Bisschen sieht er aus wie ein Prototyp. Und vom Thema her hätte ich mir mehr erhofft. Also es klingt so cool, auf der Rückseite der Schachtel steht was. Man geht durch einen Übungsdungeon und was macht man? Man geht hier drei Schritte. Es ist so, also so es Snakes and Ladders. Man läuft einfach vor und irgendwas passiert unterwegs. Ne? Genau. Also hätte ich mir noch ein bisschen mehr insgesamt vom Spiel erhofft. Aber so den Mechanismus, der ist ganz cool. Und die Downtime ist enorm. Okay. Weil dadurch, dass immer zwei Leute durch den Würfel aktiviert werden, zu viert. Achso, du musst auch immer dran denken, oh, wer war jetzt eigentlich? Genau, man verliert dauernd das Gefühl dafür, wer eigentlich gerade ursprünglich dran war. Genau. Und wenn man halt, wenn nicht der eigene Würfel genommen wurde, dann kann es sein, dass ja sechs andere Züge vorher waren, bevor man selber wieder dran kam. Und das ist viel. Ja. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich hatte es mir im Vorfeld auch mal. Schieb schon mal ein bisschen zur Seite. Ein bisschen durchgelesen und hatte mir mal so ein von Rado so ein Landflur angeguckt und das klang erstmal sehr interessant. Aber mir schließt ja auch noch nicht genau thematisch, wer wir jetzt sind. Also sind wir jetzt auch Schüler oder warum helfen uns dann Lehrlinge? Wahrscheinlich also sind wir der Direktor der Schule, der Professoren anheuert und Lehrlinge ausbildet. Weiß ich nicht genau. Naja, gut. Okay, kommen wir zu was Altbekanntem und doch Neuem. Ja. Ice Cool 2. Das erste, was man sehen kann, ist, es gibt vier neue Farben und alles andere sieht ganz genau gleich aus. Deswegen können wir auch das Spiel, glaube ich, relativ schnell besprechen. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch Ice Cool. Genau, ich denke auch, das ist weil es war Kinderspiel des Jahres, es war sehr erfolgreich und es ist, wer es nicht kennt, ein Schnippspiel. Der Plan wird eigentlich zusammengebaut, sodass es ein Quadrat ergibt mit Räumen. Die Räume sind miteinander verbunden durch die Türen. Einer ist der Jäger, die anderen die Gejagten. Die Gejagten. Und das geht dann reihum und man schnipst immer durch die Gegend. Im Grunde gibt es dann auch noch das, wo dann auch angefangen wurde, diese Trickshots so irgendwie. Genau. Und so genau in einen anderen Raum reinzuschnipsen. Und genau. Also es war schon sehr erfolgreiches Spiel, ja? Wahrscheinlich würde ich sagen. Auf jeden Fall. Genau. Und genau diese Trickshots, die sind jetzt auch das Neue. Ah ja. In der über Bande ins andere. Genau, in der Erweiterung. Oder es ist keine Erweiterung, es ist ein neuer Teil. Weil man konnte schon vorher zwei Einsen kombinieren, dazu, dass man einen Extrazug bekommen hat. Von dem, das sind die Punktekarten, die man bekommt, wenn man jemanden gefangen hat oder wenn man es geschafft hat, durch bestimmte Türen durchzuschnipsen. Da bekommt man dann so einen Fisch und der Fisch ist eine Karte wert. Genau. Und wenn man es jetzt schafft, hier diese Trickshots zu machen, dann bekommt man eben einen Bonus. Und dann gibt es zum Beispiel mit einem Schnipser durch zwei unterschiedliche Tore durch oder eben über die Bande durch ein Tor und solche Dinge oder hier über die Wand. Ich glaube, das sind auch die drei, die es gibt. Ja, einmal und rüber, durch und über Bande. Genau, und wenn man die schafft, dann kriegt man noch eine weitere Karte. Ah. Man muss vorher ansagen, vor seinem Zug, ich werde jetzt das erfüllen. Dann versucht man es zu erfüllen. Und wenn man es geschafft hat, kriegt man eine extra Karte. Und wenn man es nicht geschafft hat, kann man später nochmal probieren. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht mal so gut, tatsächlich. Toll. Weil also die Leute, die eh gut in dem Spiel sind, die kriegen viele Fische, die kriegen viele Karten, die schaffen es, die Leute zu fangen und die kriegen sowieso viele Punkte. Und genau die Leute werden jetzt nochmal belohnt, weil sie diese Trickschüsse können. Und die, die eben nicht so gut sind in dem Geschicklichkeitsschnippen oder es zum ersten Mal schnipsen und es noch nicht so können, die kriegen das nicht hin, normalerweise. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die, die sowieso gewonnen hätten, werden nochmal extra belohnt. Natürlich ist es cool, so anzusagen, ich mache so einen Schuss und es ist super geil, wenn man das dann tatsächlich schafft. Aber das schaffen dann halt nur die, die eh gut geübt sind und die sowieso das Spiel gewonnen haben. Ja, verstehe. Insofern
braucht man es nicht. Was aber, was ich total cool finde, ist, dass man die beiden Spiele verbinden kann. Zu einem Riesen. Zu einem Riesenplan. Es gibt das verschiedene. Das ist ja fast so groß wie das, der Spielplan ja, von genau. Dragon's Gate College. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze aufzubauen. So zum Teil sogar mit so einer Art Aufzug in der Mitte, wo man dann so hin und her fahren kann. Cool. Und man kann es dann zu acht spielen. Und dafür lohnt es sich, beide Teile zu haben. Ja, genau, es gibt eine extra Anleitung. Das bewegliche U. Genau, cool. Eine extra Anleitung, wie man, auf welche Arten man die zusammen machen kann. Auch welche Spielmodi es da gibt. Mhm. Da kann man dann ganz verschiedene Sachen machen. Und das finde ich cool. Das macht dann richtig Spaß. Wer aber Ice Cool 1 hat und die nicht verbinden möchte, der braucht sich Ice Cool 2 eigentlich nicht zu kaufen. Weil es ist de facto das identische Spiel. Außer halt, dass man auf den Karten ein bisschen mehr sieht. Aber eigentlich könnte man doch dann sagen, wer sich Ice Cool kaufen will, soll sich lieber Ice Cool 2 kaufen. Ja, weil dann hat er gleich diese Trickshot-Geschichten genau. mit dabei. Ja. Genau, das war's ja. schon zu Ice Cool. Dann ja. würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie. Genau. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Wir haben sie genannt die Verlorenen, weil beide sind Lost. Also wir reden auch nicht über die Fernsehserie, sondern tatsächlich über Spiele. Und anfangen tun wir mit Lost Galaxy von Rudy Games. Ja. Yeah. Mhm. Das ist ein Kartenspiel. Es hat keine Anleitung, es hat dafür aber eine App. Mhm, wir haben auch mal was vorbereitet. Ganz zufällig, wir legen sie mal hier hin, ja, dann fangst du oben die Kamera vielleicht ein. Worum geht's? Im Grunde geht es darum, Karten auszuspielen und diese Karten sind Planeten, die aufeinander zu stapeln und dann mit Raumschiffen zu evakuieren und zu sich zu nehmen. Das mal so ganz kurz zusammengefasst. Mhm. Dabei liegt die App quasi im Zentrum des Ganzen. Das heißt, das Handy liegt in der Mitte des Tisches. Das, was man sonst eigentlich nicht haben will, ist hier quasi Bestandteil des Spiels. Diese Sonne wird irgendwann explodieren. Wir werden alle vernichtet oder alle Planeten, die nicht evakuiert wurden, sind. Evakuiert worden sind, werden vernichtet und das genau, jeder war hat noch eine, schon mal so ganz grob im Überblick genau. des Spiels eigentlich. Jeder hat eine Spezialfähigkeit, wo er etwas genau, kann. Also die Max können was, die können was, die können was, die können was. Das steht leider nicht auf den Karten drauf, man kriegt es vorher in der App gesagt und muss es sich dann sofort merken. Genau, also bei denen kann man sogar, glaube ich, noch im Menü nochmal nachgucken. Ja, sehe ich jetzt nicht. Yeah. Man könnte immerhin bei Rudy Games anrufen und nachfragen im Zweifel. Ja, ja, also die App ist sozusagen im Mittelpunkt des Spielfelds. Wir bauen jetzt einfach mal hier so ein Spiel für zwei auf, so ein bisschen. So genau. haben wir wieder eine Fraktion. Jeder hat immer fünf Handkarten, außer die... Außer die Sirianer, die haben sechs Handkarten. Und was man jetzt tut ist, um dieses, das ist quasi wie eine Karte auch zu sehen, eine interaktive Spielkarte. Um diese Karte herum sind acht Plätze, an die man wiederum Planeten anlegen kann. Beispielsweise eine 1, die immer die erste Karte sein muss. Auf die könnte ich dann auch, ich kann beliebig viele Karten ausspielen, eine 2 und eine 3 legen könnte. Für mich interessant sind jetzt natürlich die grünen Karten, weil die bringen mir am Ende Punkte. Die würden jetzt die roten Karten genau. am Ende Punkte bringen. Du würdest jetzt wieder nachziehen, genau. dann wäre dein Zug vorbei. Und ich wäre dran. Und ich kann jetzt hier noch eine 4 drauflegen. 4 ist die höchste Karte im Spiel, die es gibt. Und um das Ganze jetzt praktisch zu evakuieren, spiele ich ein Raumschiff drauf. Die Roten können das auch schon ab 3, alle anderen erst ab 4. Und du hast jetzt natürlich die 4 noch drauf gespielt, weil es 4 Punkte sind für dich. Genau. Und dann würde ich das kriegen. Und ganz zum Spielende guckt man sich alle Stapel an. Der, der das Raumschiff gespielt hat, kriegt 5 Punkte. Und die Planeten zählen immer für den Spieler, dem sie gehören. Also ich habe jetzt auch dir praktisch 2 Punkte beschert, indem ich den evakuiert habe. Mir selber aber 10, deswegen hat sich das für mich gelohnt. Und genau. So geht es jetzt weiter, ne? So geht es jetzt weiter, bis irgendwann hier... Zwischendrin kommen so Ereignisse, zum Beispiel hier Sonnensturm, -1. Da werden Stapel dann abgeräumt oder sowas. Und irgendwann explodiert die Sonne und dann ist die Runde vorbei und man spielt über mehrere Runden und kann sich vorher aber entscheiden, wie viele Runden man spielen möchte. Richtig. Bei 3 fängt es, glaube ich, an und es geht dann hoch bis, ich weiß gar nicht, 5 oder 6 oder 7 oder irgend sowas Anzahl an Runden. Was? Genau, wie gesagt, Anleitung gibt es keine. Das Spiel erklärt sich quasi in der App, was ich als Ansatz mal zumindest ganz lobenswert finde. Ist natürlich dann ein bisschen problematisch, weil man manchmal da sitzt und nicht mehr genau weiß, was bedeutet das jetzt genau nochmal. Oder beispielsweise man hat diese Karte mit den,
mit seiner Rasse vor sich liegen und hat vergessen, welche Spezialfähigkeit man hat. Wenn sich keiner am Tisch mehr an diese Spezialfähigkeit erinnert. Das ist doof. Und genauso, es gibt Sonderkarten hier drin, die spezielle Sachen können. Und die und ja, die. Genau. Genau die und die gibt es auch noch. Und auch hier, man kann überhaupt nicht mehr nachgucken, was die können. Und wenn man das jetzt nicht mehr weiß, hat man halt Pech gehabt. Dann gibt es diese Ereignisse. Wie eine Sonnenfinsternis. Genau, da steht dann auch nur kurz, was die kann. Aber es ist nicht immer klar, wie lange genau das der Effekt gilt oder was genau. Und das Spiel ist auch so, irgendwann explodiert ja die Sonne und dann ist es zu Ende. Das heißt, rein theoretisch könnte jemand, der vorne liegt, seinen Zug extrem langsam machen. Und dann einfach so ein bisschen warten. Ah, will ich jetzt noch oder nicht? Ah, nee, warte mal. Genau. Und dann halt praktisch so lange warten, bis er explodiert. So ein bisschen Zeitspiel. Als Spieler macht man das nicht, weil dann macht es auch gar keinen Spaß. Dann kann man es auch gleich lassen. Macht ja auch keinen Sinn eigentlich. Ne? Die Mitspieler werden einem irgendwann auch auf den Keks gehen. Ja, mach aber jetzt und so. Ja, es wirkt halt nichts dem entgegen. Und mit dieser Anleitung, ich muss sagen, also mir wäre, also von mir aus kann das. Du musst jetzt draufdrücken, da war ein roter. Ah ja. Ich hab gerade noch erwischt. Jetzt darfst du zwei Karten ziehen. Mir wäre eine Anleitung von mir aus zusätzlich zur App sehr recht gewesen, damit ich jederzeit im Spiel Zugriff auf alle Regeln habe. Alter, ja, um nachzugucken, weil ich habe auch keine Lust, während des Spiels dauernd in der App rumzuklicken, weil ich kann auch, während ein anderer dran ist, ganz kurz hier reingucken in eine Anleitung und nochmal die eine Fähigkeit nachgucken. Man hätte das ganz leicht lösen können, meiner Meinung nach. Also diese Karten beispielsweise haben einfach noch genug Potenzial, hier unten so eine Box drauf zu machen und zu sagen, da muss ja nur draufstehen, ich habe schon wieder vergessen, was können die Grünen nochmal? Weiß ich jetzt auch nicht. Also die Gelben konnten irgendeine Karte nehmen. Da durfte man eine Karte vom Start. Habe ich zum Beispiel nie gemacht, weil ich es immer vergessen habe. Wenn es hier draufstehen würde, hätte ich dran gedacht. Ah, die Grünen dürfen bei jemandem eine Handkarte klauen. So. Das macht auch, also die sind auch unterschiedlich stark, muss ich wirklich sagen. Also ich fand jetzt zum Beispiel die hier, fand ich sehr stark. Du darfst einen Planeten ab 3 statt und ab 4. Und eine Handkarte mehr ist auch stark. Die anderen beiden sind ist ein so bisschen mehr. Leider so, als wäre ihnen nichts anderes eingefallen, weil die, das sind Sachen, die bringen überhaupt nichts. Und was ich an dem Spiel richtig blöd finde, man kann, sagen wir mal, in der Hälfte der Züge nichts machen. Oder nichts Sinnvolles machen und wirft einfach alle Handkarten ab und zieht nach. Da habe ich jetzt zum Beispiel nur rote Karten auf der Hand, lege ich die ja nicht hin eigentlich, sondern werfe sie lieber weg. Genau, dann schmeiße ich die einfach ab. Ein Großteil des Spiels besteht darin, dass ich vom Nachziehstapel einfach nachziehe. Und das macht keinen Spaß. Das sehe ich jetzt noch nicht mal als Problem an. Es ist mir bei fehlt zwei so ein bisschen Spielern die Geschwindigkeit extrem. Dann. Ja, das ist aber nur noch nervig. Auch hier übrigens, bei denen hätte man auch ruhig noch mal draufschreiben können, was sie tun. Ich meine, klar, wenn da minus 1, minus x und so weiter steht, kein Problem, irgendwann kann man das, ja. Nur irgendwann, irgendwie am Anfang finde ich es extrem hilfreich, wenn das draufsteht. Und ich denke mal, das wäre auch hier platztechnisch kein Problem gewesen. Das Artwork wäre zwar vielleicht ein bisschen kleiner und hätte ein bisschen verändert werden müssen vielleicht, aber machbar wäre das auf jeden Fall gewesen und es hätte das Spiel extrem erleichtert. Ja, für meinen Geschmack gibt es ein bisschen zu viele Sonderkarten in dem Stapel. Ja. Also zum Beispiel, es gibt eine Aussetzenkarte. Ja, wir haben vorhin gespielt und du musstest 5 Runden am Stück aussetzen, weil immer jemand eine Aussetzenkarte auf der Hand hat und du lagst vorne. Und danach hast du halt verloren, weil du halt 5 Runden nichts machen konntest. Ja. Und also von mir aus diese minus 1, minus x kann es ein paar Mal geben. Das Schild muss es natürlich ein paar Mal geben, um abzuwehren. Aber die Aussetzenkarte ist viel zu oft da drin. Kann man die Aussetzenkarte kann man aber nicht abwehren, ne? Nee, kann man genau, nicht das wäre zum Beispiel was, dann könnte man das vielleicht nochmal so als Prägel probieren. Und so insgesamt, also ich finde, der Ansatz ist okay, aber die Umsetzung ist nicht stimmig. Also zum einen, weil die Regeln nicht ganz klar sind, zum anderen, weil man in der App nichts nachgucken kann. Und auch einfach vom Spiel her, finde ich, da fehlt noch was. Also es ist viel Handkarten abschmeißen oder halt man nickt mal eine 1 dahin und vielleicht auch noch eine 2. Aber diese ganzen Sondersachen wie die Fähigkeiten von den beiden oder dass man im Stapel auch wieder runtergehen kann, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht man fast nie. Und ja, insgesamt fand ich das Spiel eher enttäuschend, muss ich sagen. Ich finde die Idee eigentlich ganz nett mit der App so als interaktives Element, aber insgesamt hat es mich jetzt tatsächlich auch nicht so abgeholt, wie ich es mir erst erhofft hatte, als ich es zum ersten Mal davon hörte. Und noch ein bisschen blöd finde ich, dass man sich einen Account erstellen muss. Genau, man muss sich einloggen mit Namen und allem drum und dran. Und das finde ich eigentlich für so ein Spiel, will man das jetzt auch nicht unbedingt
Genau, es müsste dann die Möglichkeit geben, das zu tun, dann hätte es vielleicht irgendwelche Vorteile, keine Ahnung, aber ist als Zwang eben nicht. Ja. Kommen wir lieber zu Lost Cities. Mhm. Ist ja eigentlich ein altbekanntes Spiel von Rainer Knizia, das jetzt auch. Lost Cities ist eigentlich ein Zwei-Personen-Spiel, das alte. Dort hat man immer so aufsteigende Kartenreihen hingelegt und dann eben solche? Zum Beispiel. Das finden wir natürlich hier auch wieder, aber Lost Cities unter Rivalen ist quasi eine Mehrpersonen-Variante von Lost Cities. Und es kommt noch ein bisschen was dazu, nämlich hier Münzen, schöne Goldmünzen, die man braucht, um zu steigern. Denn das Ganze funktioniert ja so, wir haben einen Stapel Karten, der wird geviertelt sozusagen, so ganz grob mache ich das jetzt mal hier. Und diese vier Stapel bilden quasi die Stapel für jede Runde. Das heißt also, man kann sich schon denken, wir spielen vier Runden insgesamt. Und von diesem Kartenstapel werden dann eben immer Karten aufgedeckt. Das heißt also, ich decke eine Karte auf und dann kannst du entscheiden, deckst du eine weitere Karte auf oder möchtest du beginnen, auf diese Karten zu steigern. Genau, natürlich haben wir am Anfang das Geld unter uns aufgeteilt, gleichmäßig. Genau, jeder hat ein bisschen Geld vor sich liegen. Und es geht auch bis vier Spieler, aber wir haben es jetzt mal zu zweit gerade aufgebaut. Und ich kann mich jetzt entscheiden, möchte ich darauf steigern oder möchte ich noch eine Karte aufdecken, aber nur eine 7 bringt mir nichts. Und so werden wahrscheinlich am Anfang, ich mache jetzt mal im Schnelldurchlauf, da ein paar Karten liegen, so lange, bis es irgendwann vielleicht attraktiv ist. So. Jetzt ist es schon ganz interessant. Jetzt ist Warum ganz ist es jetzt interessant? Weil wir jetzt einmal hier Karten einer Sorte liegen haben. Jetzt ist es mega interessant. Viele Karten einer Sorte liegen haben. Hier viele von den Eiskarten oder Gebirgskarten, dann hier von den Meereskarten und was ist das noch? Ist auch Feuer, sowas, Vulkan, ja. Irgendwas. Warum will man die jetzt haben zum Beispiel? Du bist jetzt zum Beispiel sehr interessiert, also für dich wäre es sogar noch interessanter als für mich, weil du diese Bonuskarten hier hast. Diese Bonuskarten, die verdoppeln quasi die Punkte in der Reihe. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt sagen, ich biete 3, du bietest 4 und so weiter, schauen wir mal hoch, irgendwann sagst du 8 und ich sage dann, nee, mache ich nicht. Dann bekommst du die Möglichkeit, alle Karten in deinen Reihen anzulegen. Genau, das will ich natürlich jetzt fleißig machen. Vor allem die, ja. Die sind super für mich, die nehme ich hier, na gut, die auch. Und jetzt könnte ich vielleicht sagen, das will ich noch nicht, das ist mir noch... Nicht, dass es noch Beschwerden gibt. Oh, Entschuldigung. Die möchte ich vielleicht nicht, weil erste Karte 5 ist schon so hoch. Ich möchte vielleicht, erhoffe mir, dass ich später noch niedrigere bekomme. Dann sage ich einfach, ich lasse die liegen. Und eine von den liegen gelassenen kann ich sogar ganz noch aus dem Spiel entfernen. Sage, aber die gönne ich dir auch nicht. Die tue ich raus. Und dann wäre das schon wieder die Auslage für den Beginn der nächsten Runde. Und es geht so weiter. Und was jetzt interessant ist... Wichtig ist jetzt nochmal darauf hinzuweisen, für die Leute, die vielleicht Lost Cities nicht kennen... Wenn jetzt hier eine 9 oder eine 10 liegt, also bei der 10 ist sowieso Feierabend, das heißt also Julia wird definitiv hier keine Gebirgseis, was auch immer, Karte mehr anlegen können und hier würde nur noch diese 10 hinpassen. Diese Karte kannst du auch nicht mehr anlegen, die müssen nämlich als erste gelegt werden, wie bei Lost Cities, die, ich weiß nicht, von so Münzenkarten oder wie die aussehen, glaube ich. Und genauso sind jetzt diese Reihen quasi fast schon zu, würde ich sagen. Ja? Das heißt, du kannst hier maximal noch die 10 mit den 2 Punkten drauflegen, die wäre dann zwar die doppelte Punktzahl wert, aber das war's dann. Und ansonsten kann man eigentlich immer weiterlegen. Ne? Das heißt also, für mich wäre diese Reihe jetzt recht interessant, weil hier nochmal so eine Shake-Hands-Karte ist, eine 2 drin ist, eine 5 drin ist. Für dich wäre es auch interessant wegen der 10, weil die dir extrem viel Punkte bringt, denn... Mindestens 4 einer Farbe am Ende zu haben, ist extrem wichtig. Gibt nämlich 10 extra, acht extra Punkte. Genau, 8 extra Punkte. Ja, das war es eigentlich schon fast, würde ich sagen. Was cool ist, wenn eine Runde rum ist. Ach so, genau. Also die endet, wenn die letzte Karte aufgedeckt wurde. Dann wird das ganze Geld, was wir ausgegeben haben, das wurde gemeinsam in einen Topf geworfen und es wird jetzt wieder gerecht unter uns verteilt. Das heißt gerecht also, im Sinne von, diese Münzen, die ausgegeben wurden, werden einfach durch 2 geteilt. Jetzt, du hättest ja 8 da reingeschmissen, jetzt machen wir 4-4 und die kriegt jeder von uns dazu. Genau. Sodass die, die vorher sparsam waren, jetzt auch immer noch mehr haben, aber die, die alles ausgegeben haben, trotzdem wieder mit einsteigen können. Mhm. Und da die Runden nicht so lange dauern, weil es nicht so viele Karten sind und man oft viele am Stück aufdeckt, zumindest war es jetzt bei uns so,
kann man dann auch schnell wieder mitmachen. Ja, und dazu kommt ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Karten angelegt haben und decken jetzt hier so eine rote 2 aus, genau. Und du hättest jetzt auch irgendwelche roten Karten schon liegen und keiner kann die 2 mehr anlegen, dann kommt die sowieso direkt raus. Schmeißt man die raus, weil zur besseren Übersicht, genau. Jetzt nochmal ganz kurz vielleicht, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie das Spiel funktioniert. Wie finden wir es denn? Also ich finde es eigentlich ganz cool. Es macht Spaß. Es ist halt ein Versteigerungsspiel. Das muss man mögen oder nicht mögen. Aber als Versteigerungsspiel finde ich es wirklich cool, weil man muss so gut diesen Absprung finden zwischen erstens mal, wie viel möchte ich überhaupt bieten? Wie attraktiv ist das für mich? Möchte ich zum Beispiel sehr, dass der andere es nicht kriegt, weil es dem diese 8 Extrapunkte in ein oder zwei Stapeln bringen würde. Und deswegen muss ich sagen, für so ein schnelles, fluffiges Versteigerungsspiel hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich finde es auch ganz gut. Das Einzige, was mir tatsächlich, es geht normalerweise über 5 Runden, oder war es 5 Runden oder waren es 4? 4 Runden. 4 Stapel, 4 Runden. Ich fand es am Ende dann ein bisschen doof, dass so viele Karten wegfliegen. Also, ne, also es gibt halt. Gut, dann aber man könnte ja auch so spielen, dass man am Anfang sehr sparsam ist, sich das ganze Geld für die letzte Runde aufhebt. Übrigens, jede Münze ist auch nochmal ein Punkt wert. Richtig. Das macht sehr viel aus. Also, was ich am Ende nochmal übrig habe. Genau. Dann kann man einfach sagen: Okay, ich warte mal auf die letzte Runde. Hoffe, dass die anderen viel nicht benutzen können und dann sammle ich das alles für mich ein. Wäre auch eine Taktik. Aber tatsächlich war es jetzt gut. Ich habe jetzt eben auch ein bisschen vielleicht extrem gespielt und habe mich ein bisschen in eine Sackgasse gespielt, muss man auch sagen. Aber Tat, ich fand es so ein bisschen, irgendwann war es mir ein bisschen zäh. Okay. Aber es ist, wie gesagt, ich spiele es gerne mit. Es ist sicherlich auch bei 4 Spielern noch ein bisschen besser. Ja, das glaube ich auch. Die Anzahl der Karten wird nicht erhöht oder reduziert. Genau. Ja, aber ansonsten, grundsätzlich fand ich es schon ganz nett, muss ich sagen. Aber wer ein extremer Lost Cities-Fan ist und schon immer gesagt hat, Mann, das ist so blöd, dass das nur zu zweit geht, für den ist das eigentlich das ideale Spiel. Ja. Und der Kniff über den Versteigerungsmechanismus macht das Spiel dann tatsächlich auch für 4 Leute spielbar. Mhm. Das muss man dem Spiel schon sagen. Aber wie gesagt, für mich ist jetzt nicht so meine Art von Spiel irgendwie mit diesem Kartenversteigern. Aber ansonsten hat es schon Spaß gemacht. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel, es ist solide, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Genau. Ja, dann kommen wir zu der dritten und letzten Kategorie. Die haben wir genannt Ich war's nicht. Ja, ich auch nicht. Was super zu diesen beiden Spielen passt. Einmal natürlich mit einem scherzhaften Zwinker-Smiley gemeint bei krasse Kacke. Und Hochverrat, eben weil es da um einen Prozess geht. Ja, das war auch krasse Kacke damals, würde ich sagen. War auch krasse Kacke. Aber wir beginnen mal mit krasse Kacke. Und genauso wie der Titel ist, ist auch das Spiel, es ist echt einfach witzig. Ja, zunächst mal. Ich verrate ja schon drauf. Vielleicht gibt es ja einen der Zuschauer, der es weiß, ob irgendjemand schon 3D-Hundehaufen gedruckt hat auf seinem. Auf seinem 3D-Drucker. Weil es gibt ja nichts, was es nicht gibt für 3D-Druck. Deswegen die Frage an die Zuschauer. Wer kann bitte dafür sorgen, dass es 3D-Hundehaufen zu drucken gibt bei Thingiverse? Das wäre mal interessant. Weil nee, nicht Hundehaufen. Wir wissen ja noch gar nicht. Können ja auch ein Goldfischhaufen sein. Ach, das stimmt. Aber der Hund war es ja gar nicht. Nee, Hund kann es nicht gewesen sein. Genau. Also es geht darum, rauszufinden. Es gibt gar keinen Hund. Nee. Es gibt, jeder hat diese 6 Tiere auf der Hand. Wir können ja einfach auch mal eine Runde gerade spielen. Ich glaube, das zeigt super gut, wie das Spiel funktioniert. Einer beginnt. Also zu zweit geht es eigentlich nicht. Wir stellen uns vor, Stefan spielt mit. Ja. Ich fange an. Mein Goldfisch hat keinen Kackhaufen im Wohnzimmer hinterlassen. Es war eine Katze. Stefan war schneller als du. Oh. Jetzt sagt Stefan, meine Katze hat keinen Kackhaufen im Wohnzimmer hinterlassen. Es war eine Schildkröte. Ich war schneller als du. Meine Schildkröte hat keine Kacke im Wohnzimmer hinterlassen. Es war ein Hamster. Und so weiter. Der Stefan, der ist so gut. So, ja. Und jetzt kommt's. Nämlich, wenn man ein Tier nennt, zum Beispiel war jetzt Hamster, dann hatte Stefan wieder Hamster gesagt. Jetzt sage ich nochmal Hamster. Und jetzt würdest du sagen, mein Hamster war es nicht. Es war ein anderer Hamster. Und dann sagen Stefan und ich, also unser Hamster kann es ja nicht gewesen sein. Wir haben nämlich gar keinen mehr. Ja. Dann bist du, es war dein Hamster. Das war krasse der Kacke. Der Schuldige, der die Kacke ins Wohnzimmer gemacht hat. Und du bekommst ein kleines Häufchen. Genau. Und wer zuerst 3 Häufchen hat, der hat
verloren. Erst drei Häufchen. Ja. Ja, so ist es. Sorry. Ja. Genau, und das war eigentlich schon das ganze Spiel. Also ich habe es bisher erst einmal gespielt mit dem Herrn Wagner und dem Olli Spielevater. Zusammen auf Herrn Wagners pädagogischer Terrasse. ich muss sagen, es ist ein witziges Spiel. Ja. Absolut witzig. Hat absolut das Potenzial für ein Trinkspiel. Definitiv. Ja. Es ist auch ein schönes Warm-up, weil danach ist man gut gelaunt. Definitiv. Absolut. Aber auch hier gilt für mich, es dauert mir ein Schnaps zu lang. Also, echt? Ja. Ich war irgendwann, hatte ich dann, ja, jetzt noch eine Runde, weil man muss ja auch, ich weiß nicht, wie viele Runden spielt man, drei? Naja, bis einer drei Häufchen hat. Ja, ist es nicht so, dass man dann danach nochmal eine Runde spielt und noch eine Runde? Ich weiß es nicht mehr. Okay, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Aber bei uns hat es relativ lang gedauert, wir haben es zu viert gespielt und es ging dann halt die ganze Zeit drei um und jeder hat dann zwei Jahre gehabt irgendwann und dann haben wir halt dann schon einige Runden gespielt gehabt und man spielt ja doch den Stapel, wenn man nicht ganz doof ist, fast runter. Und ja. Deswegen hat es mir dann irgendwie wahrscheinlich in der Konstellation damals ein bisschen zu lang gedauert und dann war ich auch ganz gut. Okay, bei uns war es bisher immer so, also wir haben schon sehr oft gespielt, dass alle mal gesagt haben, nochmal. Und ich hatte es auch mal mit auf der Arbeit und die wollen, dass ich es auf jeden Fall wieder mitbringe. Mhm. Also bisher kam es echt immer richtig gut an. Ja, es ist ja auch nicht, es macht schon Spaß. Ne? Aber es ist jetzt kein Spiel, also für mich persönlich jetzt, für mich als Spielertyp ist es jetzt ein nettes Warm-up, das kann man mal spielen. Klar, mehr ist es nicht. Es ist easy. Oder und so in der Mittagspause tatsächlich auf Arbeit, wenn man da die Möglichkeit hat. Da ist man dann auch direkt wach, wenn man aus der Mittagspause kommt. Alternativ kann man auch Lucky Lux spielen übrigens. Das kommt in diese ähnliche Kategorie. Aber das hier macht schon Spaß und ist schon witzig. Ja. Und vor allem, wenn man dann auch die ganze Zeit sagt, ja, mein Hamster hat nicht, in den Backofen gemacht. Es war dein Goldfisch. Das ist natürlich dann auch, man ist dann die ganze Zeit am Lachen. Ja, also ich finde es wirklich richtig klasse. Hat viel Spaß damit. Und das Einzige, was ich sagen muss, die Karten, die verknicken sehr schnell. Weil wenn alle gleichzeitig das Ding in die Mitte hauen, dann passiert es manchmal, dass eine Hand drunter war. Also es gab auch schon kleine Blessuren im Sinne von blauen Fleck oder sowas. Oder mal kurz au. Und dabei passiert halt auch, dass die Karten dann hier so einen Knick kriegen. Ich habe gesehen, die eine hat auch schon einen. Genau, bei uns sind mehrere Karten, die schon Knicke haben. Aber also mich stört das jetzt überhaupt nicht. Ich merke mir nicht, der Hamster von der Rot hat einen Knick oder sowas. Ja. Nee. Nein, ich denke auch, das ist nicht das Spiel, wo man sowas machen muss. Oder wo man sowas tut. Von daher einfach ein super lustiges Partyspiel, würde ich sagen. Ich finde es schade, man müsste es eigentlich fast noch mit mehr Spielern spielen können. Es geht bis 6 Spieler hoch. Genau, also ich würde sogar, die Frage ist halt, wenn man jetzt noch mehr... Dann irgendwann wird es gerade zu mehr chaotisch Tiere. Und man muss ja auch an den Stapel drankommen. Bei 8 Spielern hast du schon das Problem, dass du, weil du darfst ja keinen Nachteil haben, dass du so weit weg sitzt, weil du musst ja wirklich schnell reagieren. Ja. Ich baue währenddessen schon mal so ein bisschen das nächste Spiel auf. Aufbauen ist gut. Aber da muss man halt schon drauf achten. Deswegen glaube ich, ist 8 zu viel. Und 6 ist echt, mit 6 geht es noch gut. Und mit 3 kann man sich fast noch zu viel merken. Also da ist es schon mehr Merkspiel und bei 4, 5 und 6 merkt man sich vielleicht eher gar nicht mehr so viel, sondern hofft halt drauf, dann irgendwie Glück zu haben. Okay, kommen wir zu Hochverrat. Das Spiel ist bei weitem nicht so lustig, weil es kein Fun-Spiel ist. Es macht viel Spaß, aber es ist eben kein, also auf einer anderen Ebene Spaß. Und magst du schon mal anfangen zu erklären? Genau, also worum geht's? Es geht um den, ich krieg den Namen immer nicht auf die Kette, es geht um eine Gerichtsverhandlung, genau, den Louis Riel. Das Ganze fand in Kanada und USA statt, oder nur Kanada? Nee, Kanada, ne? Weiß ich ehrlich gesagt. Ich glaube, Kanada war es. Es war auf jeden Fall, ist tatsächlich eine historisch verbriefte Gerichtsverhandlung gewesen, ohne jetzt den gesamten historischen Hintergrund auszuwalzen. Aber den findet man ja dann im Regelheft gerne wieder. Genau. Und es geht tatsächlich darum, eine Gerichtsverhandlung nachzuspielen. Es beginnt tatsächlich auch wie so eine Gerichtsverhandlung in den USA, heute auch, wie man es so aus den Gerichtsserien kennt, mit der Auswahl der Geschworenen. Die Geschworenen, die kriegen so Eigenschaftsplättchen da draufgelegt. In Bezug auf ihre, sag ich mal, Religion, auf die Sprache, also sind sie Englisch oder Französisch, deswegen auch Kanada, und auf den Beruf.
Und all das beeinflusst nachher, wie gut oder wie schlecht die Anklage oder die Verteidigung eben agieren kann. Genau, das Spiel ist eigentlich kartenbasiert. Die Karten sind auch in die unterschiedlichen Phasen des Spiels einsortiert quasi oder gelten für unterschiedliche Phasen des Spiels. Also einmal die Auswahl der Geschworenen, das ist quasi die erste Phase, die wir spielen. Dann kommt die Hauptverhandlung in 2 Runden, glaube ich. Mhm, ja. Und dann kommt das Schlussplädoyer noch und dann kommt das Urteil sozusagen. Das ist dann 1, 2, 3, 4, 5, die fünfte Phase. Genau. Also insgesamt sind es 5 Phasen. Was super gemacht ist bei dem Spiel, muss man wirklich sagen, sind 2 Dinge. Mhm. Einmal hier diese Rundenablauf-Geschichte. Da steht tatsächlich genau drauf, was man tun muss. Das heißt, wenn man die Regel einmal gelesen hat, weiß man eigentlich anhand dieser Karten, die dann auch quasi nach jeder Runde abgelegt werden, schon ziemlich genau, wie das Ganze funktioniert. Und zusätzlich kommt noch dazu, es gibt auch ein ganz tolles Video zu dem Spiel von Frosted Games. Das dauert, glaube ich, 13 Minuten und dann hat man die Regeln komplett drauf. Genau. Und das Coole ist, wir haben es tatsächlich so gemacht, als ich das Spiel bekommen habe, haben wir das aufgemacht, haben das iPad nebenhin gestellt, haben das Video angemacht, haben das Video laufen lassen und da wird ja auch alles erklärt. Nehmt diese Karten, legt sie dorthin, macht dies, macht das, tut dies, tut jenes. Und dann haben wir angefangen, das Spiel genau so nach dem Video zu spielen. Das heißt, wir haben immer Pause gemacht, haben das nachgestellt, haben das ausgelegt etc. und haben dann angefangen, das Spiel zu spielen. Das war unsere erste Partie und das hat wunderbar funktioniert. Also das muss ich wirklich sagen, fand ich sehr fantastisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Genau. Wollen wir noch kurz auf die Phasen eingehen? Also am Anfang geht es darum, die Karten sind ja multifunktional, das hast du schon gesagt. Da gucken wir uns nur den oberen Text an und es geht darum, möglichst viel über die Geschworenen rauszufinden, weil hier sind so die Werte angegeben, wie auf welcher Seite die gerade eher stehen. Also wir haben immer... Zum Beispiel bei der Religion hast du die, sag ich mal, Protestanten und die Katholiken sozusagen. Und jeder Geschworene, wenn ich jetzt hier eine Karte spiele, da habe ich dann zum Beispiel die Möglichkeit, ich darf hier so ein Plättchen drehen. Mhm. Ja, entweder geheim oder offen. Genau. Wenn es geheim ist, gucke ich mir es an. Da stehe ich jetzt hier in dem Fall, aha, das ist ein Katholik. Mhm. Und dann drehe ich das so hin. Den Plan ein bisschen drehen. So, dann nehmen wir mal so einen Geschworenen hier hoch. Jetzt habe ich mir den angeschaut. Die liegen ja so zwischen uns quasi. Also du sitzt quasi auf der Seite. Hier, du da, die liegen hier. Jetzt habe ich mir das geheim angesehen. Dann drehe ich das Plättchen so in meine Richtung. Wenn du dir dasselbe Plättchen jetzt ansehen würdest, dann wird es aufgedeckt. Es gibt aber auch, die allermeisten Fälle sind, dass man direkt was offen hinlegt. Genau, und dann dreht man es eben einfach um und jeder weiß, aha. Und jetzt ist das Spannende. Wir sortieren 6 Geschworene aus, immer abwechselnd ein. Das heißt, wir wollen möglichst viel rausgefunden haben, was die können, um zu gucken, welche sind eher bei uns. Weil wenn ich jetzt auf der Seite sitze, dann möchte ich praktisch die hohen Werte haben. Mhm. Ich bin praktisch die Anklage und du bist der Verteidiger, du möchtest die niedrigen Werte haben. Das heißt, für dich sind alle gut, die hier katholisch. Hier sitzt doch die Unzurechnungsfähigkeit. Nein, man möchte immer zu sich ziehen. Ja, ja, aber du möchtest ja hier nach hier kommen. Nee, bin ich jetzt falsch? Es ist ein bisschen. Achso, genau, verwirrend. Das ist immer falsch. Man möchte gedacht. Alles ja, ja, zu sich haben. Das ist immer so das, was man sich merken muss. Also für mich sind alle gut, die Protestanten sind, weil der Wert liegt einfach schon ein bisschen näher bei mir. Genau. Für dich wären eher gut, die Katholiken sind und so weiter. Und je mehr wir rausgefunden haben, desto besser können wir halt aussortieren. Mhm. Wir werden nie alles rausgefunden haben, deswegen müssen wir auch ein bisschen auf gut Glück. Aber schon ganz schön viel raus, finde ich. Also ich hatte am Anfang hatte ich so Geschworenen mindestens eher. So anderthalb im Schnitt, würde ich sagen, pro Geschworenen, die man rausfindet. Genau. Genau, dann bleiben da 6 übrig. Wir wissen aber immer noch nicht, also die verdeckt waren, die Eigenschaften, die bleiben auch weiterhin verdeckt. Wir können die auch nicht mehr aufdecken, ne? Nee, genau. Also es gibt ganz selten Funktionen, da kann man das. Aber in den meisten Fällen bleiben die einfach so, wie sie waren. Mhm. Und jetzt kommen eigentlich so die Hauptphasen. Und da können wir verschiedene Aktionen machen. Entweder wir nutzen das, was auf der Karte steht. Das ist oft sowas, dass wir einen Marker in ein oder mehrere Marker in eine bestimmte Richtung schieben können. Oder dass wir hier das verschieben dürfen, was gut für uns ist. Weil zum Beispiel, wenn der, ich nenne es jetzt mal der Rote, die Anklage, nicht mindestens hier Beweise für die Schuld 2 Stück gefunden hat, dann hat er sowieso verloren. Bei 3 ist es besser, weil dann darf ich später auf jeden Geschworenen noch einen Einflussmarker legen, Beeinflussungsmarker. Und hier,
wenn der Verteidiger das hochgepimpt hat, der braucht jetzt keinen speziellen Wert, aber dann darf er später, wenn er hier auf Maximum ist, alle Plättchen ganz zum Schluss nochmal 3 in seine Richtung ziehen. Ja. Das ist natürlich super für die Punkte später, man damit ja der möglichst wenig Punkte blau, haben. Blau, da will der Blaue quasi genau, hin und der Rot, da will der Rote. Rot. Genau, das andere, was ich machen kann, sind die Aktionen nutzen. Hier steht immer eine Anzahl an Aktionen, die ich machen kann, wenn ich die eigentliche Funktion nicht nutzen möchte. Und dann kann ich zum Beispiel Beeinflussungsmarker legen. Ach, das steht dann wieder hier übrigens sehr schön. Genau, weil ich möchte die Geschworenen für mich so beeinflussen. Und ich darf maximal 2 pro Geschworenen legen. Aber in späteren Zügen kann ich dann wieder 2 weitere drauflegen. Jetzt wäre der auch gesperrt und du dürftest nichts mehr wegnehmen. Der ist jetzt so überzeugt davon. Den konnte ich vollkommen für mich überzeugen und der hilft mir nachher, weil er die Punkte verdoppelt. Genau, das Ganze spielen wir bei 2 Runden. Genau. Und auch nach einem bestimmten Mechanismus. Also wir sind nicht immer abwechselnd dran, sondern der eine spielt. Beginn mit der Anklage, spielen die abwechselnd eine Karte. Achso, doch, da sind wir abwechselnd. Genau. Aber in jeder der ersten 3 Phasen heben wir 2 Karten auf fürs Schlussplädoyer. Genau, das ist wichtig. Genau, und im Schlussplädoyer hat man also 6 Karten dann, die man sich vorher aufgehoben hat. Und da spielt erst die Anklage spielt 3, der Verteidiger 6. Und dann darf die Anklage nochmal 3 Karten spielen, wo man dann nochmal relativ starke Aktionen machen kann. Die können nochmal alles verändern. Und dann zum Schluss werden die Punkte gezählt und es funktioniert dann so. Jetzt werden endlich auch alle Plättchen aufgedeckt. Da sind wir hier beim Ende quasi. Genau. Und wir können mal Beispiel für den hier machen. Jetzt wird geguckt, wo liegen die Marker. Der ist Katholik, hat also hier den Wert 3. Der hat hier den Wert 2, sind schon mal 5. Und hier hat er noch den Wert 5, sind also 10. Und weil der überzeugt wurde von dem Ankläger, wird der Wert verdoppelt. Das sind 20 Punkte, die er wert ist. Wäre der jetzt von dem Blauen überzeugt worden, vom Verteidiger, dann würde es halbiert werden und der wäre nur 5 Punkte wert. Plus für jeden Marker, der drauf liegt, nochmal einen mehr. Also wir waren eben bei 20, jetzt sind es 24. Mhm. Wenn der in Blau überzeugt wäre, würde es abgezogen werden. Da waren wir bei 5, 1. Minus 4 wäre nur 1 Punkt. Genau. Also es macht enorm viel aus, welche Marker man da drauf gelegt hat. Und das macht man für alle 6. Man hatte vorher unterschiedlich noch viele Marker, ne? Der hat jetzt nur 4, der hat zum Beispiel 6 Marker drauf liegen. Und man hatte vorher noch Beratungspunkte bekommen für die Überzeugten. Da durfte man nochmal Aktionen machen, also nochmal Plättchen verschieben oder weitere Marker drauflegen, die dann auch noch wieder mitzählen. Und wenn jetzt wird das Gesamtergebnis von allen 6 zusammengezählt. Wenn der Wert über 100 ist, dann hat der Ankläger gewonnen. Und wenn der Wert unter 100 ist, gewinnt der Verteidiger. Mhm. Genau, und ich finde, es ist ein sehr stimmiges Spiel. Man kann alles gut nachvollziehen. Es ist auch alles immer in der Anleitung erklärt, was man jetzt eigentlich macht. Und das finde ich schon sehr thematisch und gefällt mir sehr gut. Bei uns war es nur bisher so, dass wir nie annähernd auf den Wert 100 gekommen sind. Also bei uns hat bisher immer die Verteidigung gewonnen. Es mag aber auch ein bisschen an dem Zufallsglück der Karten gelegen haben, weil da gibt es natürlich auch wieder stärkere und schwächere. Oder ich kann welche ziehen, die für mich gut sind. Ich kann aber auch welche ziehen, die eigentlich für den Gegner gut gewesen wären. Mhm. Und da war es häufig so, dass man da halt dann als Ankläger auch derjenige ein bisschen Pech hatte, sodass er einfach auch nicht die passenden Karten gezogen hat, eine andere viel mehr machen konnte. Mhm. Also ich glaube, insgesamt ist es wahrscheinlich schon austariert, nur bei uns bisher. Ja, also aber wir hatten auch noch nicht so viele Partien, aber bisher war es halt so, dass die Verteidigung. Ich hatte beides schon, wobei in der ersten Partie, die erste Partie kann man glaube ich nicht so werten, weil das war eher so Kennenlernen, da ist auch viel, wo du dann merkst, so, oh ja, jetzt kann der ja am Ende nochmal hier den runterziehen, tja, vorbei, ne? und dann, also, da lernt man auch sehr viel und das Spiel hat auch eine extreme Lernkurve. Was ich super stark finde, ist einmal natürlich das historische Thema dahinter, auch wenn ich es jetzt nicht direkt eben wiedergeben konnte, das finde ich schon mal sehr schön. Das ist auch total toll beschrieben, sowohl im Video als auch in dem Heft. Und was mir extrem gut gefällt, ist, wie es
geschafft wird, diese Gerichtsverhandlung in so ein Spiel zu packen. Ja. Also das ist was, was mir bisher noch nie so untergekommen ist. Das ist absolut toll gemacht. Ich kenne ja das 13 Tage zum Beispiel, das ist ja auch bei Frosted Games erschienen. Da ist es ja auch schon so, dass man so merkt, okay, da ist extrem viel Thema in das Spiel gepackt worden. Hier ist dem Ganzen aus meiner Sicht absolut nochmal die Krone aufgesetzt worden, weil man richtig merkt, wie das Tauziehen der einzelnen, der Anklage und der Verteidigung, um die Werte, wenn man jetzt sieht, hier, der Wert ist fast egal, dann rutscht der auf einmal ganz nach oben. Ja, ja, und um den Wert rangeln sich dann alle hier. Der geht die ganze Zeit hin und her. Und das muss ich sagen, das ist grandios. Also ja, da muss ich, damit hätte ich nie gerechnet, dass das Spiel so gut ist, wie es ist. Es wirkt erstmal sehr kompliziert, wenn man dann erstmal angefangen hat zu spielen. Deswegen empfehle ich jedem, macht das mit dem Video. Schaut euch das an, baut das Spiel dabei auf und fangt einfach an zu spielen. Die erste Partie abhaken und dann gleich die nächste hinterher und dann läuft das eigentlich wie Locker. Genau, aber insgesamt kann man auch festhalten, dauert es nicht mal eine Stunde. Nee, auf keinen Fall. Ja. Also wenn du es dann kannst, bis in eine gute halbe Stunde, würde ich sagen, kann man das schon spielen, je nachdem, wie viel nachgedacht wird. Man hat ja auch gar nicht so viele Optionen. Also sag mal, du hast 7 Karten auf der Hand, ja gut, dann kannst du dir überlegen, diese Aktion kann ich machen oder diese oder diese oder diese. Genau, diese. Man spielt sowieso. Und es wird ja auch immer weniger. Ja. Ne? Also von daher, das geht eigentlich extrem schnell. Also für mich tatsächlich tolles Spiel. Ein sensationelles Spiel. Absolut. Also echt fantastisch und total überzeugt von diesem Spiel. Und ich freue mich schon, ich hoffe, dass da noch, es gibt ja noch ein bisschen was aus diesem Victory Point Games Verlag in den USA. Ich glaube, die haben noch ein paar so Perlen im Bestand. Kommt, ich habe die Hoffnung, dass was. Da noch ein bisschen was nachkommt. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Auf jeden Fall. Hat wieder Spaß gemacht mit dir und wir bedanken uns wieder bei euch fürs Zuschauen. Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.